Deutschland soll sich nach dem Willen von Innenministerin Faeser effektiver vor Angriffen aus dem Netz schützen. Zunehmend würden sensible Bereiche bedroht, die entscheidend seien für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft, so die SPD-Politikerin. Deshalb sollten nun die Verantwortlichkeiten für Cybersicherheit und Gefahrenabwehr stärker beim Bund gebündelt werden. Weil bisher die Länder zuständig sind, muss dafür das Grundgesetz geändert werden. Hackerangriffe auf Kommunen, wie etwa auf Anhalt-Bitterfeld vergangenes Jahr. In dieser Situation müssen die Daten der Bürger möglichst geschützt, die Auswirkungen möglichst gering gehalten werden. Wenn die Kommunen Unterstützung vom Bund brauchen, konkret vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, müssen sie bislang Amtshilfe beantragen. Aus Sicht der Innenministerin geht dabei viel wertvolle Zeit verloren. Es reicht nicht, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Ländern Amtshilfe leistet, so wie gerade in den letzten Monaten sehr verstärkt. Bund und Länder müssen die Cybergefahren koordiniert entgegentreten. Für die Abwehr von Cyberangriffen sollen künftig vor allem die Sicherheitsbehörden des Bundes zuständig sein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll dabei zu einer Zentralstelle werden und Bund und Länder koordinieren. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Die Innenministerin befürchtet eine Zunahme an Cyberangriffen im Rahmen des Ukraine-Krieges. Sie will, dass ihre Sicherheitsbehörden künftig nicht nur die Opfer im Blick haben, sondern auch die Angreifer. Gemeint ist, dass ein Angriff so stark sein kann, dass wir irgendwann gezwungen sind, auf den Server zuzugreifen, um das abzustellen. Der Bund soll also das Recht bekommen, Server, von denen Angriffe ausgehen, geordnet herunterzufahren, in Absprache mit den Betreibern. Illusorisch, so IT-Experten. Diese Forderung geht an der Art und Weise, wie Angriffe durchgeführt werden, vorbei. Die Angreifer sind natürlich längst nicht mehr so risikobereit, dass sie sich ihren Angriff durch das Abschalten eines einzelnen Servers vermiesen lassen würden. Viele neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. IT-Experten sagen, Faeser gehe zu weit. Ihre Pläne könnten zu staatlichen Übergriffen im Cyberraum führen. Guten Abend. Die Bekämpfung von Cyberkriminalität steht schon seit einiger Zeit auf der Agenda der Bundesregierung. Richten soll es nun eine Grundgesetzänderung. Was bisher Sache der Länder war, würde damit zu einer zentralen Aufgabe für den Bund werden. Schwere Geschütze also für Delikte, die sich häufig zwischen riesigen Serverwänden abspielen. Innenministerin Faeser hat heute ihren Plan für mehr Cybersicherheit vorgestellt, mit dem sie vor allem die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Wasserwerke vor Angriffen schützen will. Christian Feld. Es waren tausende Windkraftanlagen im Norden, die plötzlich ein Problem hatten, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine. Das Satellitensystem, über das die Anlagen gesteuert werden, war das eigentliche Ziel des vermuteten Hackerangriffs. Der Schaden überschaubar. Dennoch, der Krieg für die Bundesinnenministerin ein zusätzlicher Grund, ein umfangreiches Arbeitsprogramm zur Cybersicherheit aufzustellen. Die Zeitenwende, die wir erleben, erfordert eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen in die Cybersicherheit. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, soll die zentrale Verantwortung bekommen, nicht nur wie bisher den Bundesländern Amtshilfe leisten. Doch wie weit darf der Staat bei der Abwehr von Cyberangriffen gehen? Einen aggressiven Gegenschlag dürfe es nicht geben, sagt die Innenministerin. Gleichzeitig spricht sie davon, dass in schweren Fällen Server von Angreifern abgeschaltet werden sollen. Kritik von IT-Experten. An der Realität vorbei. Die Angreifer sind natürlich längst nicht mehr so risikobereit, dass sie sich ihren Angriff durch das Abschalten eines einzelnen Servers vermiesen lassen würden. Über ihre konkreten Pläne dürfte also noch viel diskutiert werden. Dass sich Deutschland besser gegen Cyberangriffe rüsten muss, das ist Konsens.